Von hier, aus dem geheimnisvollen Appenzellerland mit seiner idyllischen Bergwelt und seinen urschigen Bewohnern, kommt das würzigste Käsefondue der Schweiz. Appenzeller Käsefondue gibt's fix fertig und gelingt immer, auch wenn man nicht Appenzeller ist. Man nehme ein sogenanntes Fondue-Gaclon, eine emaillierte Gusspfanne geht auch, eine große Knoblauchzehe und reibe das Fondue-Gaclon damit ein. Fondue-Beutel aufschneiden und Inhalt ins Gaclon geben. Ein Beutel reicht für zwei Personen. Fondue-Gaclon auf den Herd stellen und 5 Minuten auf höchster Stufe aufkochen. Dabei ständig in Form einer 8. Nein, keine 3 oder 7. Rühren. Nach Belieben mit Pfeffer und Muskatnuss würzen. Dann ein idealerweise nicht mehr ganz frisches Weißbrot in Würfel schneiden. Gaclon auf einen Tischkocher, bei uns Réchaud genannt, stellen, damit die Fondue-Mischung weiterköchelt. Brotwürfel auf die Fondue-Gabel stecken. Anstelle des Brotes kann man auch Kartoffeln verwenden. Oder frisches Gemüse. Aber Vorsicht, wer sein Brot verliert, wird traditionellerweise nach vorgängiger Absprache bestraft. Und jetzt einfach Fondue zusammen mit Freunden genießen. Appenzeller Fondue. Probieren Sie es selbst.